Geil, natürlich ist meine auch kaputt, war klar. Was ist das denn? Wackelpuppe Schaustellkasten. Aber das habe ich doch immer, oder? Nicht, dass es jetzt weggegangen ist, die Fertigkeit Medizin. Nö, ich glaube, das habe ich immer. So viele Wackelpuddinge. Meine Fresse. So viele davon gibt's. Kann ich. Ah, hier kann ich was reinstellen, bestimmt. Bisschen sauer machen könntet ihr schon. Ah, ich muss mich gleich mal entstrahlen. Oh. Cool. Okay. Richtig schön. Kümmer dich schön drum. Was ist das? Ich kann schlafen. Ich kann gleich schlafen. Leerer Schreibtisch. Ich hole mir gleich erstmal. Ein Pfeil. Ich hole mir gleich erstmal. Oh, wir können gleich schlafen. Ja, ich freue mich da zu sehr drüber, glaube ich. Wir können nämlich die Sachen gleich mal von Walter holen. Erstmal schlafen wir jetzt eine Runde. Wie lange möchten Sie schlafen? Eine Stunde. Ah. Bier hat nachgelassen. Ja, hoffe ich doch. Ich habe geschlafen. Juhu. Und wie verstrahlt bin ich? 164. Gut ausgeruht. Plus 10 EP. What? Wenn man ausgeruht ist, kriegt man plus EP. Gut, dass ich das auch mal mitbekomme. Dammit! Ja, juhu, yippie, ich freue mich so. Und jetzt gehen wir hier runter. Yay! Lucy Westhouse. Nein, wir wollen natürlich rüber zu Walter. Hallo Jericho. Sie geht nicht mehr hoch, keine Sorge. Also, Ruhe. Wir können ja zuerst. Nein, wir müssen eh nach oben. Also das ist auch egal. Hoffentlich ist der da jetzt, Walter. Kann auch draußen stehen. Nö. Mal gucken, ob wir noch eine größere Stadt irgendwie finden. Hallo. Was darf's denn sein? Interesse an Oder Altmetall? sich? Ich hab. Nehmen Sie einfach alles Altmetall, das ich habe. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Es gibt Erfahrung. So. Danke. Ja. Einer von uns musste ja. Alles nehmen. Aha, ich habe meinen eigenen Schrank. La la la. Ich brauche deinen nicht mehr. Juhu. Yippie. Yippie di. Dupi du. So. Hallo Nathan. Oh, tschüss Nathan, geh durch mich durch. Moin. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Hallo. Boah, ich könnte 100% sie anlügen. Ich war noch Das nicht. liegt doch hoff. Nein, ich war einfach. Das ist zu weit weg. Ich bin auch noch nicht. Ja. Schön zu sehen, dass das alte Haus endlich einen neuen Besitzer gefunden hat. Ich habe alle möglichen Gegenstände für Ihr Heim, die Sie Yay. interessieren könnten. Können Sie mir sagen, wozu diese Gegenstände gut sind? Natürlich weiß ich, was man damit tun kann. Um welchen Gegenstand geht's denn genau? Meine erste Krankenstation, die Jukebox, mein erstes Labor, Cola-Maschine. Wat? Wie geil. Wenn Sie verwundet sind oder eine größere Verletzung haben, können Sie sich hiermit genauso gut versorgen wie jeder andere Ödlandarzt. Jukebox. Wenn Sie Ihr Haus ganz in Musik hüllen möchten, sollten Sie mal diese wunderschöne Vorkriegsantiquität einschalten. Okay. Diese Einrichtung eignet sich besonders gut für Experimente und das Zusammenmischen von allerhand nützlichem Gebräu. What? Außerdem ist es damit möglich, die schreckliche Abhängigkeit loszuwerden, die das Austesten der Ergebnisse mit sich gebracht hat. Cool. Ein Knopfdruck und man hält eine eiskalte Flasche Nuka-Cola in den Händen. Ja, warum nehme ich einfach nicht alle gleich raus? Wenn Ihnen nach Basteln zumute ist und Sie ein paar spezielle Teile bauen möchten, kann das hier Ihnen helfen. Kann ich bei dir doch umsonst machen. Klingt gut. Will die Stile hören. Manche Leute wohnen nicht gerne in einem alten, langweiligen Haus.
Wenn Sie bei mir einen Stil kaufen, wird Ihr Haus dank meines Designertalents genauso aussehen, wie Sie sich das vorstellen. Du kannst auch alles, ne? Zur Stilauswahl stehen Vault, Raider, Ödlandentdecker, Wissenschaftler, Liebesmaschine oder Vorkriegszeit. Ich will die Liebesmaschine. Es kribbelt wohl ein bisschen, was? Denken Sie dran. Sobald Sie einen Stil kaufen, können Sie ihn nicht wieder an mich zurückverkaufen. Sie können aber jederzeit einen neuen erstehen. Wie viel kostet das denn? Hört sich gut an. Na gut, dann wollen wir mal einen Deal machen. Jo, muss aber Sonstiges dann sein. Da. Mein erstes Labor. Liebesmaschinenstil 1400. Ich glaube, es hackt. Okay. Ich mache kurz Pause. Ich will mein erstes Labor haben. Oder mein erstes Krankenstation wäre auch gut, muss ich zugeben. Weil Krankenstation, aber ich kann mich einfach schlafen legen, das ist auch gut. Ich werde mein erstes, aber Labor ist bestimmt nur Drogen zusammentun. Naja, ich werde auf jeden Fall immer zu verkaufen. Bis dann. So, leider habe ich nicht genug zusammenbekommen, Bitch. Aber ich habe viel verkauft, also nicht viel, aber ich habe viel... Ja, Entschuldigung. Ich habe viel hin und her und habe jetzt 1000 und den Rest, weil ich hatte kein Geld mehr. Das ist dann natürlich blöd. Und ich hatte nicht genug Geld, um im Endeffekt mein Megatonhaus. Das hört sich an wie so ein Kinderspielzeug. Mein erstes Megatonhaus. Und da habe ich mir gedacht, ich werde die einfach jetzt erstmal hier wegtun. Alles, was ich nicht so brauche. Ja, genau, ich habe mir was geholt. Nämlich bei Waffen habe ich mir eine abgesägte Schrotflinte geholt. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Impulsgranaten sind... Was bringen die? Naja, ich habe mir überlegt, was bringe ich jetzt weg? Ein Sturmgewehr hat 20 und ich hab da schön viel von. Aber ansonsten... Rocketwerfer ist natürlich gut, wenn man... Das kann man immer, aber... ist alles so schwer. Und das ist jetzt die Frage. Ach, Luftgewehr wollte ich wegtun, weil das will ich nicht verkaufen und so. Laserpistole ist einfach so schwach. Aber... Na, mal schauen. Ich weiß es nicht. Die Jagdflinte hat 14. Deshalb werde ich wohl das Sturmgewehr behalten und die Jagdflinte wegtun. So. Einfach nur, damit wir später besser haben. Und das chinesische Sturmgewehr... Warte mal. Sturmgewehr... Gewicht 7. Chinesische Sturmgewehr hat auch 20. Hä? Warte mal. Ist aber bald kaputt. Oh, das ist natürlich blöd. Kommt das mal weg. Die abgesägte Schrotflinte ist bestimmt lustig, auch wenn der Zustand extrem schlecht ist, dass sie sowas verkauft, ey. Die hier ist lustig... Also, weiß ich auch nicht. Magnum... So einmal Zuhau-Dinger. Und die kann auch erstmal weg, auch wenn der Wert gut ist. Aber mein Gewicht, da muss ich echt drauf aufpassen. Ich muss auf mein Gewicht aufpassen. Lol. Ich habe meinen Kampfhelm geholt, der ist um einen besser. Und dann kann ich irgendwie noch anders Charme machen. Weil Charme hochmachen. Ich vergesse das immer, muss ich zugeben, dann den anderen auszurüsten. Aber Tunnelschlangen kann weg. Dietrich reparieren. Da muss ich immer aufpassen. Manchmal ein bisschen anstrengend, aber was soll's. Und das hier konnte ich alles nicht mehr verkaufen. Ist jetzt aber auch nicht das Schwerste. Also nicht so schlimm. Zum Glück kostet das nichts. Kann ich niemandem Whisky geben, um ihn irgendwie mich gut zu stellen. Das wäre irgendwie... Kernspaltung kann weg. Das wäre auf jeden Fall was. Lebensmittel-Desinfizierer. Das müsste doch eigentlich mehr geben. Da stand, der gibt... Oder muss ich den benutzen?
benutzen. Ich weiß es nicht. Er stand alleine, ihn dabei zu haben, reicht schon. Na, okay. Wir haben auf jeden Fall wieder 100. Das ist doch schön. Hier, zeigen wir mal. Da. Und bei Daten ist nämlich Notizen. Lalalala. Desinfizierer. Tragen Sie die Desinfizierer einfach bei Ihren Lebensmitteln und Getränken. Der patentierte Reinigungsprozess entfernt sämtliche Bakterien, bevor Sie den ersten ersten Schluck genießen. Ja, bringt zusätzliche Sachen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr interessant, muss ich zugeben. Das heißt, ich konnte mir nicht wirklich was leisten. Oh. Sollen wir uns jetzt die hier holen? Die andere Wackelpuppe. Können wir machen. Das heißt, wir versuchen hier nochmal ein bisschen überall einzubrechen und hoffen, dass keiner es sieht. War in Jerichos Haus was? Nein. Die Wackelpuppe war beim Sheriff. Das weiß ich noch. Was wackelt denn hier so? Was brauchen Sie? Ein Mitglied der Railroad muss was über Androiden wissen. Vor einiger Zeit fragten Sie nach einem Computergenie, um unserem Freund neue Erinnerungen zu verpassen. Sie wissen schon, Tabula Rasa und so. Okay, das war toll jetzt, danke. Tschüss. Und? Ja, ja, du mich auch. Hier hinten. Hier ist ein Loch, da könnte ich mich jetzt reinrollen. Könnte. Billy Creels Haus, da war nichts Wichtiges, glaube ich. Der Saloon. Keine Ahnung. Wie soll's denn sein? Das Öl. Ja, ja. Ich möchte einen Drink bestellen. Oh, kann man bei ihm auch? Sprechen. Ach so, ich soll mit Gob sprechen. Ich dachte, ich hätte schon mal mit ihm was gemacht. Ich muss los. Und so gehen wir jetzt auseinander. Jo, das tut mir auch total leid. Was ist los, Schätzchen? Ich brauche kein Bett mehr, Schätzchen. Ah, bei Gob ja. Könnte ich... Mal gucken, schön, Sie wiederzusehen. Ja, damit ich dann Schnapsdrossel hier... Na klar doch. 62 hast du. Na, ich könnte hier Cola hier, könnte ich ein bisschen verkaufen. So. Geld ist immer gut. Bis bald, schnappst du. Halt die Fresse. Nicht. Geschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Ob er mich wohl sieht? Wissenschaft von 50. Wie viele Fähigkeiten in Wissenschaft? 31. Das heißt, wir können es nur um 10 erhöhen. Schade, schade. Tschüss. La 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 la. Die Toilette. Hallo. Ah, kein überrascht beim Wasserlassen. Ich sollte wohl nicht mit ihm. Oh. Meistens spiele ich den ganzen Tag mit Harden, wenn sein Vater Billy sagt, dass... Ja, ja. Harden. Haben Sie meine Frau hier irgendwo gesehen? Ja, die steht immer an der gleichen Stelle. Immer an der... Ist ja gut. Hallo. Ist ja gut, ganz ruhig. Ja, das war's. Wir können natürlich versuchen, bei ihm einzubrechen. Aber ansonsten war's das und wir gehen nochmal weiter. Obwohl. Oh, erkannt? Erkannt? Von wem? Hä? Gott? Oh, er ist drin. Ah, wir können so reinkommen. Hallo. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Papa mag es nicht, wenn ich mit Fremden spreche. Oh, endlich können wir mit ihm reden.
Mein Vater kümmert sich um mich. Er bringt mir das Schießen und die Gesetze bei. Und wie man Menschen schützt. Wenn er nicht gerade die Stadt schützt. Okay. Megaton ist toll. Mein Papa sagt, dass ich eines Tages Sheriff sein werde. Wie er. Okay. Wer ist noch in der Stadt? Die Stalls sind zum Beispiel die Inhaber der Brass Lantern. Manchmal gehe ich mit Papa zum Essen dorthin. Doc Church führt die Klinik. Der Beichtvater ist etwas seltsam. Aber er und Mutter Maya sind immer nett zu mir. Da ist auch noch Moriarty, aber Papa sagt, dass ich nicht mit ihm sprechen darf. Mutter Maya? Okay, achso, ich glaube, ich weiß. Tut mir leid. Nein, ist in Ordnung, dass ich los muss. Ist in Ordnung. Hallo. Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Ding wirklich tot ist, geht's mir schon viel besser. Ja? Ich will mal über deinen Sohn... Bis später. Bis später. Die war doch hier, oder? Mal gucken. Jo. Das heißt... Versteckt. Und Stärke plus. Sie haben einen, ja, diese Aufschlag, das ist wichtig, ihr Argument der Nachdruck. Ihre Stärke wurde dauerhaft erhöht. Mein Karma ist nicht schlechter geworden. Das heißt, ich kann die einfach nehmen. Und, apropos nehmen. Yay, 10 mehr Stärke. Juhu. I am so stark. Aua, voll in die Fresse. Hey. Ich bin der Held. Noch irgendwas? Haben wir irgendwie hier schon alles super gemacht, ne? Wir könnten natürlich jetzt in die Kirche gehen und denen sagen, nee. Aber wir müssen ja eh so, hier ist ja unser Haus. Also, ne, müssen ja sowieso. Achso, mir Lurks sind nur im Gesicht zu treffen. Willkommen in Megaton. Willkommen. Jetzt werden wir es nicht mal rausfinden. Wir wollen nämlich nicht zu Walt. Wir wollen als nächstes zum Minenteil, damit sie uns endlich toll findet und so. Das heißt, wir müssen über die Straße, gen Norden über die Brücke. Oh mein Gott. Hab ich doch. Achso, es ist gerade ein Zuhause finden. Landmine bringen. Jupp, aktivieren. Da ist Norden? Ja. Aber erstmal gehen wir doch rüber, da ist noch ein Wasserteil. Apropos, wir haben uns gar nicht geschützt jetzt vor den Strahlungen. Aber da haben wir ja noch so ein Strahlungspack. Also ist das in Ordnung. Oh, waren wir da schon? Das ist auf jeden Fall Gegner, ich sehe das schon. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, welche Waffen wir. Ja, wir können jetzt sammeln wir wieder ein, dann können wir den Rocketwerfer wieder benutzen, weil wir haben jetzt gar nichts eingesammelt, gar nichts. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Nehmen wir doch die mal. Falls hier irgendjemand auf uns zukommt und uns schaden möchte. Aber natürlich nur dann. Ne. Okay. Das hält aber lang gehalten. Ha. Cool. Einfach nur um Wasser zu bekommen. Was natürlich nett ist. Kann man eigentlich die Extras? Ne, die Extras muss man wirklich aufpassen, was man holt, ne? Ist da eine Rakete? Es ist jetzt so dunkel. Ich hätte mich länger schlafen legen sollen, ich Idiot. Ich hab's. Ah, da schon wieder. Okay. Oh. Nerf.
Abenteuer-Outfit. Nahkampf und kleine Waffe plus. Jo, nö, muss nicht sein. Danke. Hätte man am Anfang vielleicht gleich holen sollen oder so. Dann wiederum habe ich gleich meine bessere bekommen. Also so gesehen. Blechdose, Blechdose. Yay, können wir gleich wieder alles füllen. Oh, soll ich das kaputt machen, das Teil? Aber wenigstens hat man das Gefühl, jemand ist da. Yay. Sehr gut. Oh, eine Grille. Dass die noch überlebt haben. So. Wieso habe ich die Sensormodule noch? Nein, die wollte ich doch wegtun. Terpentin auch. Oh, irgendwann habe ich alles vergessen wegzutun. Dammit, dammit, dammit. Ja, aber scheinbar ist es sowieso zu dunkel. Das heißt, ich werde vielleicht gleich wieder schlafen gehen und dann auch aufhören erstmal. War eine lange Session. Sehr leicht zu öffnen. Da bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Magnum, Buffer, Kronkorken, Psycho. Das nenne ich mal viel. Da drin. Da welches jetzt besser? Die ist ein bisschen besser, das heißt, die reparieren wir damit. Schön. I like. Oh, warte, ich habe noch Licht. Vergesse ich immer. Oh, Müll. Aschebecher. Oh nein, es ist zu dunkel. Ach, wie doof. Hä? Kleine Ranch. Abspeichern. Und am Horizont erscheinen sie. Wer zum Teufel sind sie denn? Woher sind sie gekommen? Hat Moriarty sie geschickt? Ah, das ist die Nutte. Sie ist schuldig ein paar Kronkorken. Geben Sie mir einfach die Kronkorken, ich stehe nicht mehr im Weg. Dieser Mistkerl. Er ist ein Lügner. Er will nur, dass ich sterbe. Diese Kronkorken gehören alle mir. Ich habe sie mir verdient. Ich könnte mir die Kronkorken nehmen. Mit mir egal. Ach, erzählen Sie mir erstmal Ihre Version der Geschichte. Wissen Sie, ich habe für diesen Fiesling gearbeitet. Ich habe für ihn, Sie wissen schon, ja, anderen Kerlen einen Gefallen getan. Mir hing das bald zum Hals heraus. Ich sagte Moriarty, dass ich meinen Teil nehme und gehe. Ich schließe sogar mit ihm, um die Abmachung zu besiegeln. Ja. Am nächsten Morgen sagte er mir, dass ich nicht gehen könne. Also bin ich abgehauen. Ich schnappte mir mein Geld und lief davon. Jetzt hat er mich als Diebin und Junkie bezeichnet. Und seine Kumpane auf mich gehetzt. Ich schätze, ich brauche ein neues Versteck. Behalten Sie die Kronkorken und gehen Sie. Geben Sie mir ein paar Kronkorken und gehen Sie. Vielleicht hat er recht. Ich könnte es probieren. Geben Sie mir einfach die Kronkorken und ich sage ihm, dass sie weg sind. Aber das tut mir irgendwie voll leid. Ich habe es satt, mich wie ein ödler Kojote hier draußen zu verstecken. Ich glaube, das wäre das Vernünftigste. Hier, das ist alles, was ich habe. Bitte lassen Sie mich jetzt allein. 400. Wow. Ja, was denn? Sie bieten Ihre Dienste nicht mehr an, oder? Wow. Keine Ahnung, was ich wenigstens machen soll. Auswahl. Vielleicht Spritzen setzen, bis ich nicht mehr weiß, wer ich bin? Das Nein. Ödland ist beschissen. Finden Sie sich lieber damit ab. Ah, soll ich fragen? Tut mir leid. Mit diesem Teil meines Lebens habe ich ein für alle Mal abgeschlossen. Okay, tschüss. Was auch immer. Oh, Erste-Hilfe-Kasten.
Kann sie nicht gehen, damit ich da überall reingucken kann? Na, was hat sie denn noch hier? Etwas recht Wichtiges zu erörtern. Toaster stehen. Nun ja. Hallo. Meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist. Oh, ich will das alles öffnen, Bitch. Aber 400. Wow. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament? War das eine Quest, die ich jetzt noch weitermachen muss? Die ich überhaupt nicht weiß. Lucy's Botschaft. Ja, nö, scheinbar war das nichts. Er ist eh ein Arsch. Aber ich bin auch ein Arsch. Ich habe ihr alles Geld weggenommen. Es tut mir ein bisschen leid. Dann wiederum, ich brauche das Geld, um mein Haus schöner zu machen. Ich bin wirklich ein Arsch. Aber ich finde ja nicht so viele Kronkorken. Das habe ich ja mir ja nicht genommen als extra. Schule von Springvale entdeckt. Ich habe was gehört. Wo ist die Schule? Das ist... Ah, die große da. Ist das Licht aus? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hau mir voll im Kopf überall an. Springbull Elementary. School. Blablabla. Keine Ahnung. Ich bin so welchen Spielen immer schlecht. Jo, wollen wir jetzt, egal, wir haben jetzt 400, ist doch schön. Da drin sind Gegner. In der Grundschule.